der Technik und gleich geht's los. Mit dem wunderbaren Vorspiel der morgigen Partie Düsseldorf gegen Bochum zur fanfreundlichen Anstoßzeit um 17.30 Uhr. Da ist die Anstoßzeit meines Vorspiels eigentlich viel schöner. Um ziemlich genau 9 Uhr. Ja. Zu den wahren Geschehnissen. Am Samstag erfolgte die übliche Ernüchterung durch die aktuelle Mannschaft, nach der man im Prinzip die Uhr stellen kann. Und das hat bei mir kleinere Konsequenzen. Wie wir sehen können, in der Startelf habe ich Bebu für Mavrias reingenommen. Matlung, da bin ich natürlich positiv, ist bei mir einfach fit. Und davon abgesehen habe ich, weil ich es kann, einfach Koch und Strodig aus dem Kader geworfen. Für sie sind Akpo Guma im Team oder auf der Bank und Jakonan. Ja, das ist natürlich jetzt meine persönliche Vorgehensweise. Vielleicht auch nicht schlau für einen echten Trainer, das so zu handhaben, aber das ist mir natürlich egal. Das hier ist ja Fußball aus meiner Fantasie. Das kann ich ja so machen, wie ich möchte, und das tue ich auch. Katze Rensing. Ja, diese Übung hier ist so doof, dass ich sie jetzt beende. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Freuen Sie sich mit uns, Wolf Fuß und Frank Buschmann, auf packende 90 Minuten. Ja, schauen wir mal, ne? In der heutigen Partie spielt Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum. Verrückt, verrückt. Derby-Time. Würde man jetzt auf Sky sagen. Der Terodde. Ist ja schon torgefährlich, ne? Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie spielen es offensiver heute im 4-5-1. Ja, ist Ansichtssache, aber bitte. Von mir aus offensiver, ja. Und da haben wir die Startformation der Gäste. Bei Ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Ja, ein ziemliches Gewulst an Namen. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam, Buschi. Die Ziele sind hochgesteckt. Diese Saison soll der Meistertitel her. Aber das ist ein langer, ein harter Weg. Bitte? Heute der erste Test. Ja, da hat FIFA wohl die Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Der Meistertitel soll her. Also erstens, ja, es gibt einen Zweitligameister, aber sowas gibt es nicht in der zweiten Liga. Und zweitens, bitte? Ist egal. Ansgar von Hautstein, der gefühlt jede Partie von mir leitet, leitet also auch dieses Spiel. Lasst mich nur kurz hier noch hohen Druck und stärkstes Pressing einstellen. Und dann geht's auch schon los. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Dann schauen wir mal. Ja. Eine Torchance. Nee, aber fieses Fa. Oh, no, 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 no. Hochland. Da geht's schon schief. Lucia. Terodde. Eisfeld. Die Flagge kommt gut rein. Eieiei. Da geht's schon wieder los wie in München hier. Okay. Und der Ball geht deutlich drüber. Ein bisschen mehr Konzentration im Strafraum, bitte schön, bitte gleich.
Hallo. Terodde. Terodde. Jetzt könnte es gefährlich werden. Könnte. Gutes Tacklegen, gute Zweikampfführung. Jetzt erstmal ein bisschen sortieren da hinten. Ich gleich den Ball einwerfen. Komm nicht gut in die Partie. Das kennen wir von der wahren Fortuna, ne? Ja, komm. Lucia. Facultalua. Reinaldo. Ah, faul. Dankeschön. Nicht. Keine große Sache. Den Freistoß haben sie schnell ausgeführt. Ja, und da haben sie auch gar nichts draus gemacht. Hochland. Sie befreien sich ein bisschen zu gut aus. Nein, 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 Rensing, was machst du denn? Schmitz. Die mir bei. Na. Es läuft hier noch nicht zusammen. Das nervt mich ein wenig. Hallo? Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel. Wir haben schon ein bisschen Schaum vor dem Mund, die Bochumer, ne? Ernste Worte an den Spieler. Schmitz. Sararea. Avevor. Schauerte. Schmitz. Bellinghausen. Avevor. Jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Schwach. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Nein, nicht zum... Agui. Avevor. Schmitz. Das war nicht der Plan. Ganz einfach an den Ball gekommen. Hochland. Mann. Sararea. Keiner da. Abgefangen. Gut gemacht. Der Verteidiger stört ihn. Nö. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Wugi, wugi, wugi. Wugi, wugi. Nächstes Heimspiel am 4. März um 6.66 Uhr. Wie schön. Das kriegen sie nicht in den Griff mit diesen falschen Uhrzeiten. Mit diesen Fantasie-Uhrzeiten. 25.92 Uhr. Terodde. Ach. Den Ball. Wird da was draus? Ja, das... Meine Gott. Also das irgendwie, das da hinten sagt mir nicht zu. Facultalua. Ja. Abwehrfehler sind immer gerne genommen. Sararea. Nein, das gibt's doch nicht. Da passt er auf, Ball geklärt. Novikov. Böse. Lucia. Heißfeld. Reinaldo. Das war die Riesenchance, aber Terodde. Den muss ich machen. Lucia. Reinaldo. Oh. Ist doch gerochen. Avevor. Schauerte. Ziemlicher Abnutzungskampf hier. Hallo.
Vogtland. Schmitz. Nein. Das hätte gefährlich werden können, aber ja, wenn ich es präzise gespielt hätte. Da kann er sich den Ball holen. Ja, und die können mit dem ganzen Körper da einfach rein. Vogtland. Eisfeld. Der kommt gut. Nee, Turmteil nicht. Es gibt Abstoß, der Ball war im Aus. Intensive Partie tatsächlich. Auch wenn noch nicht viel passiert ist. Ja, und auch Bochum spielt um 4.86 Uhr am 6. März. Ist ohne Quatsch. Wo ist eigentlich der Bebu? Der ist ein bisschen unsichtbar, muss ich gestehen. Wird's jetzt gefährlich? Ja. Dreckelig. Dreckelig. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt's kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Sehe ich auch so. Booster, was ist das eigentlich für ein Trikotsponsor? Ein Energy Drink. Na, schau mal an. Bebu mit dem Freistoß? I don't think so. Das alte Spiel, die Mauer versucht noch ein paar Zentimeter rauszuholen. Da müssen sie aufpassen. Der ja, dürfte ich dann. Geben, wenn die Mauer nicht stehen bleibt. So, und jetzt macht ihr mir bei das. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Och, Avevor! Schlägt er ein Luftloch. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Lucia. Irgendeiner. Eisfeld. Celozzi. Schöne Flanke. Und die Flanke hat er. Die hat er. Nur Anspielstation, die hat er nicht. Ja, Bibu, komm doch mal dem Ganzen hier entgegen. Wie wäre denn das? Ja, geh doch. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Wow. Terrazino. Und da gibt der Freistoß. Wie bitte? Was soll denn der kleine, sanfte Bebu da gemacht haben? Jetzt mal ehrlich. Eisfeld. Sie kämpfen um den Ball. Schauerte. Die stehen ganz schön massiv da in der Zentrale, das muss ich ja schon sagen. Also es ist nicht so einfach, durch die erste Reihe von denen mal durchzukommen. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Bebu. Jetzt mal ein bisschen schneller. Den wir bei überhaupt nicht in der Partie. Passt nicht gut genug. Ein Abnutzungskampf, wirklich. Intensiv, aber nicht geprägt von klasse Szenen, muss man schon sagen. Avevor. Ja. Ehrlich auch, wenn ein Topstar Avevor am Ball ist. Aber ist jetzt mal gut hier. Nächstes Ticket gefälligst. Zack, zack. Und da zeigt er ihm gelb. Ja. Kann man durchaus geben.
Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. So, können wir dann. Schauerte. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Och nein! Lucia. Bebu. Also, der letzte Ball, ne? Der kommt nicht. Alles andere kommt. Nur dadurch gibt es leider keine Torchancen. Kein, naja, ein paar pikante Szenen vielleicht. Ach! Eisfeld. Schmitz. Nee, nicht Abouvoir. Aber gut, von mir aus. Und jetzt der Schuss. Ja, das kommt dabei raus. Zum Torerfolg. Prinzipiell schon dominiert, aber ich krieg's noch nicht gefährlich. Ja, Wolf, und da sieht man es ja ganz deutlich. Auf jeden Fall eine gelbe Karte. Tja. Zur Pause bisher. Also nach Startschwierigkeiten habe ich es zwar halbwegs im Griff gehabt, aber es ist eine zähe Partie. Buschi, was sagst du? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Ja, wir sehen es auch hier an den Torschüssen insgesamt. Einen aufs Tor. Ja, zwei Schüsse insgesamt, Bochum mit einem. Ja, deutlich mehr Ballbesitz auf meiner Seite. Passgenauigkeit in etwa gleich. Wenn auch viel zu hoch für zwei Liga-Teams, das alte Übel. Schauen wir mal. Wir spielen erstmal so weiter. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Ja. Dudic. Jetzt müssen sie aufpassen. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Mist. Da wollte ich zu viel. Wollte ich mir alles zurechtlegen, statt einfach mal abzufackeln. Ist ja auch nicht verboten, ne? Meiner. Ja, gib mir bitte jemand anderen als Avivor, um das Ganze hier offensiv aufzuziehen. Nicht zu viel verlangt, gell? Bellinghausen. So, Serkan, du spielst auch noch mit, ne? Ach, ja, das war dein Fehlerbübchen. Pass zurück zum Torhüter. Schauerte. Nicht ins Lauf zu Ellen mit dem Axel. Schmitz. Ja, 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 ja. So ein Dribbelduell mit dem Axel hingegen, das ist schon eine andere Geschichte. Schmitz. Schauerte. Ach, ist doch zu da. Bellinghausen. Ah, das war ein bisschen zu optimistisch. Reinaldo. Nein. Ganz klar, da muss er Freistoß. Wie bitte? Schiri, die gehen hier mit Schaum vor dem Mund drauf und ich gehe hier mal wirklich, ich würde sagen, fair in Zweikampf. DFB will uns nicht oben sehen. Terodde.
Nein, 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 nein. Kakutalua. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Hochland. Wattlung zurück nach hinten. Kakutalua. Lucia. So, jetzt aber. Da kann er sich den Ball holen. Dem hier bei. Macht er ihn! Den Ball hält er gut. Ach! Das Unentschieden ist. Was für ein schwacher Nachschuss. Sie wollen das Ding gewinnen. Sie bereiten einen Wechsel vor. Bitte schön, bitte gleich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da passt er auf. Und kann klären. Bellinghausen. Sararea. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Wirklich zäh, wirklich schwer. Darum sage ich auch so wenig, weil ich so konzentriert spielen muss tatsächlich. Schauerte. Den muss er jetzt machen. Oh, meine Ecke. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Vielleicht ja so. Und Ecke. Gemacht. Den Ball holt er sich. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Reinaldo. Avevor. Dem hier bei. Bebu. Abseits, ja, ja. Bebu, du bist ein Kandidat. Du gehst jetzt. Dafür kommt Mavrias. Denn gut, abseits. Ja. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Und das ist diese hier. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Schmitz. Dem hier bei. Sararea. Zieht er ab.
Jetzt ach. Die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Sie wollen nicht in Unterzahl geraten. Deshalb wird der verwarnte Spieler jetzt ausgewechselt. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelben. Ja, mir fällt nicht richtig was ein. Ich habe es zwar prinzipiell unter Kontrolle, aber in der Offensive, da fehlen die großen Szenen. Für die echte Fortuna wäre das natürlich im Grunde schon ein Erfolg und ganz okay. Ne? Aber ich hätte halt gerne etwas mehr. Immerhin, Rückrundenbilanz, 3 Spiele, 3 Siege. Bisher. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Das war, ja, ich hatte da eine Idee, aber ich habe es echt schlecht ausgeführt. Und in dem Moment, als dem, in dem der Ball ging, da sah ich schon, dass es zu spät war im Grunde. Kakutalua. Reinaldo. Terrazino. Flagge kommt gut rein. Oh, da trifft er die Latte. Das war ein etwas verunglücktes Ding. Novikovas. Ja. Kein Tor hier, aber gut, dass er das war. 75 Minuten gespielt. Ich muss ja sagen, von Djurcic kommt auch nichts. Bringen wir mal Jakun an. Hilft ja alles nichts, ne? Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. Bellinghaus. Schauerte. Mavrias. Nein, da lässt er sich im letzten Moment noch abdrängen. Das gibt's doch nicht. Bellinghaus. Jetzt könnte der Pass kommen. Ach. Jetzt haben sie den Ball. Das gibt Einwurf. Zäh, zäh, zäh die Partie. Aber wenn Team die Führung verdient hätte, dann tatsächlich ich. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Na, geht hier noch was? Schauerte. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Wo ist denn der Sararea? Mavrias. Schauerte. Schmitz. Da ist der Sararea. Sararea. Ja, aber er macht's nicht gut. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Bellinghausen. Dem hierbei. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt ist noch mal Konzentration gefragt in der Defensive. Es gibt Eckstoß. Ja.
Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Er nimmt ihn volles Risiko. Er versucht den... Ja! Gibt's doch gar nicht. Mattlung, der alte Knipser. Das könnte jetzt die Entscheidung sein. Game over, Buschi? Könnte sein, aber noch sind sie nicht durch. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Ja. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jakunan. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Ich würde gerne noch mal wechseln, Schiri. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Lange Bälle in den gegnerischen Strafraum und auf den zweiten Ball hoffen. Das scheint die neue Taktik zu sein. Mal sehen, ob sie damit zur ein oder anderen Chance kommen. So, dann bringen wir da nochmal die defensivere Variante mit Olli Fink. Ergebnis sichern, heißt die Devise. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Vielleicht die letzte Chance hier. Der Rodde, den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ja. Nein. Er holt sich den Ball. Bellinghausen. Na also. Heute hat tatsächlich ein Treffer. Ja, ich muss sagen, da ich hinten einfach sehr, sehr gut gestanden habe und nichts zugelassen habe. Es war wirklich zäh. Also Bochum, sehr aggressives Team, geht sehr stark drauf. Aber inzwischen habe ich tatsächlich bei FIFA eine gewisse Ballsicherheit entwickelt, dass ich doch recht geduldig gegen solche Teams vorgehen kann. Ja, und das 3 Torschüsse, 1 Tor. Ja, 3 Torschüsse im Übrigen genau in einer Szene. Nämlich als das Tor fiel. Alle von Mattlung. Pure Willenskraft. Wichtigster Mann. Gut, dass er bei mir fit geworden ist. Hoffen wir doch, dass das auch morgen bei der Fortuna der Fall sein wird. Ja, schauen wir uns das Ganze doch nochmal an. Schon so viele Bilder zeigen, da weiß man schon, im Spiel selber ist nicht so unfassbar viel passiert. Wie dieser Riesentorschuss von Bochum. Ja, und dann vor allem Bochumer Fouls. Ja, da sehen wir noch eins. Dreckelige Spielweise. Ja, schon 2. Halbzeit. Wenn man den ersten Schuss gar nicht mehr sieht. Ja, diese abgeblockten Schüsse, die kommen nie. Ich hatte ein paar ganz gute Szenen. Ja, hier klar gehalten, ne? Demir
Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Jetzt ist noch mal Konzentration gefragt in der Defensive. Es gibt Eckstoß. Tja, das hat nicht so gut geklappt. Was? Er nimmt ihn volles Risiko. Partie. Er versucht den Volley. Tor, das gibt's doch gar nicht. Kurz vor Schluss treffen sie doch noch. Ja, und die Serie hält an. Hm? Also, hart umkämpfte Partie. Ich denke, wie wir hier sehen können, mit mehr Ballbesitz, mehr Torschüssen. Ja. Nicht besserer Passgenauigkeit. 88%, das hat nicht mal Barcelona. Das ist wirklich der Wahnsinn. Naja. Aber mit 84% bin ich auch gut dabei. Und Julian Schauertes, Spieler des Spiels. Naja, das kommt schon mal vor. Ja, mit Bebu und Djordjic habe ich dann auch die richtigen ausgewechselt. Wobei Jakun dann noch schlechter war und Mavrias nicht viel besser. Ja, Demirbay war dann mehr taktisch. Aber auch das waren in der Tat nicht so die besten Jungs. Auf Bochumer Seite. Also insgesamt, auch die Noten sprechen von einer nicht so überragenden Partie. Aber mit dem Ergebnis können wir noch zufrieden sein. Und auch hier gilt, wie so häufig, schauen wir mal, was die Fortuna morgen macht. Hoffen wir, dass es schon dass es erfolgreich wird. Bei der Mannschaft weiß man ja leider nie. Wir werden sehen. In diesem Sinne, tschüss.